Einen wunderschönen guten Tag aus Bali. Es wird Zeit, dass wir jetzt endlich mal unsere Kliniktasche packen. Unsere ganze Verwandtschaft fragt immer schon. Und die Kliniktasche ist auch schon gepackt, oder? Ab welcher Woche soll man die eigentlich gepackt haben? Also man sagt so ein bisschen, in der Regel sollte man sie ab der 36., 37. Schwangerschaftswoche gepackt haben. Einfach ready haben. Ich bin jetzt seit gestern der 38. Aber Upsi! Aber wir haben auf jeden Fall schon eine Liste und wir haben auch schon so ein kleines Häufchen. Ja, also schon mal besser als nichts. Also wir haben schon mal ein paar Gedanken gemacht, aber ich bin jetzt trotzdem froh, dass wir sie jetzt packen, genau, heute wird sie gepackt. Es losgeht. Weil, wäre blöd, wär wenn blöd, du dann ja alles packen müsstest. Das stimmt. Also, lass uns direkt starten. Als erstes brauchen wir, glaube ich, eine Tasche, oder? Ja, viele machen ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Kreißsaaltasche und Krankenhaustasche. Aber ich glaube, was ist da der Unterschied? Naja, im Kreißsaal bist du ja nur wirklich während der Geburt. Okay. Und im Krankenhaus bist du halt in deinem Stationchenzimmer, dass du dann halt quasi, und ich glaube, das viele heißt, machen dass man dann das. So eine Tasche quasi im Krankenhauszimmer belässt und dann die andere für dann die Geburt. Mitnimmt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir das auch machen sollten. Wow, das ist ja nochmal eine Level höhere kompliziert. Ich würde vorschlagen, wir nehmen erstmal alles mit. Genau, und außerdem haben wir uns entschieden, dass wir einen Koffer nehmen und ja, einfach von uns allen die Sachen reinmachen. Also für Finn, für mich und für das Baby. Und ja, bitte judge uns nicht, wir werden einen großen Koffer dabei haben und alles dabei mitnehmen, was irgendwie geht, weil wir tatsächlich nicht so einfach dann vom Krankenhaus wieder zurückfahren können. Also wir können nicht ja schnell noch was holen und wir wissen auch einfach richtig nicht, wie lange wir dann da sein werden. Und genau, wenn es irgendwie ein Notfall-Kaiserschnitt nämlich ist, dann müssen wir ja länger bleiben. Ja. Also wenn es eine natürliche Geburt ist. Das heißt, wir werden auf alles vorbereitet sein, nehmen die Überlebensausrüstung mit, haben drei Paar Zahnbürsten. Wir sind so gut im Packen in den letzten Jahren geworden, dass wir jetzt einmal weitermachen. Wir können direkt auf Weltreise gehen. Vom Krankenhaus geht's. Heute Nacht sind wir übrigens aufgewacht von unserem kleinen Friend Oreo. Wir haben ihn jetzt übrigens Oreo getauft. Lauch hat sich durchgesetzt. Eigentlich hat es der Arzt gemacht, ja. Erstmal dazu ein Update. Natürlich, der Arzt hat ihn jetzt geimpft. Das heißt, er ist jetzt super geschützt. Wir sind auch geschützt, das ist natürlich auch wichtig. Und das Zweite, wir haben ihn gestern entwurmt. Das heißt, wir haben ihm so eine Entwurmungskur gegeben. Genau, und dann hat er heute Nacht einfach so um 5.30 Uhr oder sowas, hat er so richtig hart hier gegen die Tür gebollert. Das hat er eigentlich sonst nie gemacht. Wie so eine Katze, die so nachts so... Naja, gehen wir erstmal in das magische andere Zimmer. Genau, das Office hier. Du hast die ganzen Koffer, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen, oder? Wie ich die da gestapelt habe. Alles etwas chaotisch. Ja. Wir mussten übrigens unseren Vorhang abbauen von hier, weil in der anderen Villa, die wir ja gerade renovieren, haben wir das gleiche Vorhangsystem installiert. Da hatten wir aber zu wenig Aufhänger, deswegen mussten wir dann ganz spontan die Aufhänger von hier holen. Also hier, tada, sind die ganzen Koffer von uns drin. Sieht gar nicht so schlimm aus, oder? Ja, super. Vielleicht noch was mitnehmen. Gelb. Und den Vietnam-Hut. Und in Vietnam holt. Haben wir euch eigentlich schon mal diesen Koffer hier gezeigt? Auf den freue ich mich auch richtig. Ja, krass. Ich glaube schon. In einem Video. Aber den haben wir nicht alle gesehen. Also, man kann hier so einen kleinen Kindersitz ausfahren. Und dann kann man gibt sogar hier noch einen Gurt. Genau, noch so einen Gurt anmachen. Heißt, man kann von hier dann da so einen Gurt dran machen. Und hat dann einfach hier. Aber man kann auch als Erwachsener drauf sitzen. Bis 100 Kilogramm. Also, noch dürfen wir. Oh, ein Koffer im Kopf. Es ist diese, wer ist das, die russischen, wie heißt das denn nochmal? Weiß ich nicht. Okay, here we are. Perfekt. Cool. Die beiden jetzt einmal zurück. Oh, toll. Nein. So ein typischer Film-Move. Ich guck noch eine kleine Weihnachtsmütze. Ja, das ist schon. Wir sind für jede Reise vorbereitet. Egal, ob Antarktis. Oder mal, was da noch mit aus dem Büro kam. Hallo, ich dachte, das wollten wir nicht filmen. Ja, oh, es ist, sieht so aus, als wäre ich so ein richtiges Messi. Ja, du bist immer noch so ein kleiner ja Schuljunge, der nach den Sommerferien. Oh, das war ganz schlimm. Einmal habe ich nach den Sommerferien in meinem Ranzen noch so ein altes Nutella-Brot gefunden. Das war schlimm. Da gab es Ärger, oder? Nee, das hab's zum Glück verheimlichen können. Ich kann ja mal zeigen, was wir bisher schon so haben. Bäuchle haben wir. Großes Bäuchle haben wir. Also wir haben, das Wichtigste zuerst. Wir haben einen Wasserkocher. Weil den Tipp haben wir bekommen
von einer Bekannten, die erzählt hat, dass sie während der Geburt wahnsinnige Rückenschmerzen hatte und ihr immer dann was Warmes auf dem Rücken geholfen hat. Und deswegen dachten wir so, das könnte bei mir auch sein. Genau, deswegen haben wir einen Wasserkocher dabei. Ich glaube, in normalen Krankenhäusern kriegt man auch immer ein heißes Wasser, einfach so. Aber generell, wir sind hier in Indonesien, wir haben vielleicht ein bisschen anders gepackt als jemand, der jetzt in Deutschland in ein Krankenhaus geht zum Entbinden oder in ein Geburtshaus oder so. Wir müssen einfach ein bisschen mehr denken, ein bisschen andere Sachen denken. Und wir haben einfach lieber ein bisschen unnötigen Scheiß dabei, ja, als dass wir dann was vergessen. Lieber schleppe ich sie dann zurück. Richtig. Zahnbürsten für Laura und Ben. Frische Zahnbürsten, wow. Noch keine Zahnpasta. Dann nehme ich auch ein paar Einlagen-Pads, Mami-Pads mit. Da haben wir nämlich auch den Tipp bekommen, man bezahlt zwar hier in Indonesien für so ein Paket, nenne ich es jetzt mal, für ein Geburtspaket, aber jede Windel fürs Baby, die dann über diesem Paket ist, kostet so wahnsinnig viel Geld. Ich meine, immer noch im indonesischen Verhältnis, dass wir gesagt haben, auch da nehmen wir lieber einfach ausreichend mit, brauchen das dann am Ende nicht. Oh, okay. Dann haben wir noch so ein paar Special-Binden. Die habe ich auch empfohlen bekommen. Das sind nämlich so Kühlbinden. Müssen wir die vorher dann noch in den Kühlschrank machen? Ich weiß nicht genau, wie die funktionieren. Absorbieren selbst kühlende Binden? Nee, knicken. Achso, wie so ein Knicklicht? Geil, ich hatte das. Weißt du, diese. Knicken. Diese Wärmedinger. Kennst du den auch, den man früher? 25 Minuten. Dann haben wir noch weitere Einlagen. Die ist sehr gut vorbereitet. Ich habe mir sehr viel bestellt. Und dann haben wir noch so eine Art Unterhöschen. Postpartum Panties. Dann haben wir eine Perry Bottle. Eine Popodusche. Auch absolutes Must-Have. Das hat wirklich jeder gesagt, weil man sich am Anfang nicht so super abputzen kann. Dann haben wir was richtig Cooles geschossen. Ein sehr cooles Licht. Was, genau. Das ist einfach so ein Laserprojektor, der so richtig cooles Licht macht. Und da haben wir uns gedacht, den können wir hoffentlich dann im Kreissaal aufbauen, um so richtig coole Atmosphäre zu machen. Ja. Macht Spannung. Gemütlich. Also wir saßen da schon auf der Couch und haben uns verzaubern lassen. Ja, das ist dann echt so ein bisschen, kommt man in eine andere Welt, ey. Genau, dann habe ich noch ein paar, so ein Regenerationsspray, auch zum Heilen der Mumu. Annika-Tinktur. Es wurde mir empfohlen, dass man das so ein bisschen auf die Binden machen soll und das dann auch helfen soll beim Heilungsprozess. Dann auch größte Empfehlung, die ich von ganz vielen Mamis bekommen habe, sind Silver Cups. Die sollen helfen gegen entzündete oder beziehungsweise vorbeugen gegen schmerzende Brustwarzen. Da habe ich dann auch noch so eine Creme und so Stillhütchen und noch Stilleinlagen. Dann haben wir Wipes. Ja, die sind cool. Das ist so eine Firma hier aus Bali. Yes. Die stellen vegane, bio-abbaubare, also ja, immer das, abbaubare aus Bambus. Bambus-Wipes, ja. Das heißt, die können wir dann einfach hier wegschmeißen, ohne dass wir irgendwie und schlecht fühlen müssen wegen der Umwelt. Da haben wir auch übrigens auch Windeln für das Baby. Das sind die Windeln, die wir haben. Sollen wir einfach mal so ein Ding mitnehmen? Ja, wenn wir einen Koffer haben, ja, ist ja eigentlich schon, oder? Nein, unser Plan ist ja auch mit dem Auto hinzufahren. Dann nehmen wir unsere 90s-Cam mit. So eine Analogkamera aus den 90er Jahren, die ist auch richtig geil. Aber nur der Sound. Und dann kann man so zoomen. Geil, so geil. Und auch noch ganz wichtig, eine Powerbank. Yes. Dann nehmen wir für das Baby Spucktücher. Spucktücher. Aber man kann die auch da drin spucken. Mit so einem kleinen Paket einwickeln. Oder man kann es als Decke nehmen oder man kann es als Stillüberlage. Wieder viele Funktionen. Dann in Indonesien ist es wahnsinnig wichtig, Dokumente dabei zu haben. Das ist tatsächlich, glaube ich, das Allerwichtigste. Das heißt, wir haben schon die Geburtsurkunde, wir haben die. Geburtsurkunde haben wir noch nicht. Nee, von uns Geburtsurkunden. Unsere Geburtsurkunde, unsere dann, Heiratsurkunde. Genau, alles Mögliche an Dokumenten. Dann ein Birthplan. Yes, genau, der ist ja nochmal separat wichtig. Also, der ist auch nochmal sehr wichtig, weil, das muss man halt sagen, in Indonesien ist es tatsächlich sehr unüblich, dass Frauen, vor allem aus dem Mittelstand und der Oberschicht, sage ich mal, eine natürliche Geburt haben. Da ist es eigentlich super normal, dass man einen Kaiserschnitt hat. Das heißt, es ist auch für viele Hebammen nicht so was super Normales, das normale Beziehungsweise, ich würde es so sagen, es gibt halt so gewisse Richtlinien, die hier immer
eingehalten werden und es wird halt viel mit Medikamenten gearbeitet. Beispiel, also da steht sowas drin, dass ich natürlich irgendwie mein Licht anhaben will. Dass wir für alle Sachen komplett informiert und beraten werden. Genau, dass ich nicht einfach irgendwelche Medizin gespritzt kriege, weil ich glaube, ja, vielen Frauen ist es hier vielleicht ein bisschen egaler, würde ich sagen. Ja. Und wir wollten halt einfach, oder zum Beispiel auch ganz wichtig, natürlich wie so ein Kaiserschnitt dann abläuft, dass wir einfach unsere Sachen benutzen dürfen und so weiter. Das haben wir so auf Englisch. Also auch auf Indonesisch, also kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Dann haben wir ein Meditationsöl. Ein Meditationsöl, um in den Vibe zu kommen für die friedliche Geburt. Ja, genau. Ich mache den Kurs nämlich von der Christine, von der friedlichen Geburt. Und da setzt man so Anker, dass man in die Hypnose kommt. Ja, wir haben auch für uns festgestellt, es gibt so drei Anker. Einmal so ein Streicheln, ein Geräusch. Es gibt Berührung, Geräusch und Geruch. Und für uns hat einfach Geruch am besten. Hat am besten gepasst, ja. Genau, die Wärmflasche, die gehört zum Wasserkocher. Ja. So, dann der Moni-Bär. Der Moni-Bär. So, dann haben wir ein paar Snacks. Sind wir jetzt noch nicht so super gut ausgestattet. Aber die waren lecker, aber oder? Aber die waren super lecker. Das sind so Energy Balls. Die kann also man auch noch zwei Packungen, oder? Ja, die eine ist schon leer. und ein paar Cookies. Ich glaube, also, noch eine zweite. Das Gute ist, ja, das wäre toll. Generell muss man auch zu den Snacks sagen, ich glaube, es ist auch vielleicht in Deutschland noch ein bisschen relevanter als hier in Indonesien, weil wir können es ja alles mit Gojek und Grab immer bestellen. Ja, so wie Uber Eats oder Lieferando. Ja. Deswegen, selbst wenn wir jetzt das Krankenhausessen nicht so toll finden, ist es relativ kompliziert, sich dann was zu bestellen, was man mag. Ich habe mir sowieso schon gewünscht, als erstes Essen, wenn sie raus ist, kriege ich erstmal ein Sushi-Buffet. Ja, ich werde einen Sushi-Chef einfliegen lassen, der dann live-Cooking. Sehr geil, live-Cooking. Dann haben wir ein Kuscheltier und eine Decke von meiner Mama. Die hat nämlich so eine kleine Decke gestrickt und aus dem Kuscheltier gemacht. Und das finde ich irgendwie schön, dass ich so das Gefühl habe, dass irgendwie meine Mama auch dabei ist. Die dann aber zum Glück auch im Juni schon kommt. Genau, und dann geht's schon los mit meinen Sachen. Kuschelsocken. Das sind meine Socken. Das sind meine Skisocken. Die du mir vererbt hast. Das sind jetzt Laura's Kuschelsocken für meine Skifahrsocken. Dann habe ich sowohl, ich kann es ja mal zeigen, ich habe einmal so große Unterwäsche, die auch so über den Bauch geht. Die kann man auch schon in der Schwangerschaft tragen. Habe ich jetzt persönlich nicht. Aber die habe ich, davon habe ich drei Stück. Drei normale Unterhosen und ein Still-BH. Für mich selber habe ich jetzt noch nicht so viel gepackt. Ich weiß nur, dass ich hier einmal meine Jogginghose, die hat so ein Bauchteil. Könnt ihr vielleicht erkennen. Aber die werde ich wahrscheinlich, also zumindest wenn es nachts losgeht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich die anziehe. Dann habe ich drei Stilltops mir schon eingepackt und eine Jacke. That's it. Mehr habe ich noch nicht. Nicht so gut vorbereitet. Also was steht sonst noch auf der Liste? In Deutschland ist natürlich wahnsinnig entscheidend, dass man auch diese Babywanne, also den Autositz dabei hat, um den kleinen Mats dann auch heimzubringen. Wir wollen unbedingt auch noch so Technik wie Laptop, Ladekabel, HDMI-Kabel, dass wir eine schöne Serie gucken können. Mal schauen. Und wo sind eigentlich unsere kleinen Ventilatoren? Hier. Gefunden. Viele Sachen zur Unterstützung zum Stillen, Wochenbettprodukte und auch für die Entbindung selbst habe ich mir aus Deutschland mitgenommen. Also wir hatten da einen ganzen Koffer, wo ich so ein bisschen bei Amazon geshoppt habe. Einfach aufgrund von Empfehlungen. Und ich habe da eine ganz große Amazon-Liste gemacht. Heißt, für alle, die das irgendwie interessiert, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden wie ich, schaut doch einfach gerne mal unter dem Link hier vorbei. Da habe ich dann alles verlinkt, was ich quasi aus Deutschland habe. Den Rest habe ich aus Indonesien. Aber es gibt oft ähnliche Produkte auf Amazon. Also zum Beispiel unser Licht mit dem Sternenhimmel. Das ist jetzt hier ein indonesisches Produkt. Aber sowas gibt es dann natürlich ähnlich dann auch auf Amazon in Deutschland. Die ganze Technik fehlt noch. Unsere Pässe, die könnten wir eigentlich auch schon mal rauslegen. Natürlich wichtig dann so ein paar Hygieneartikel, also meine Haarbürste und sowas. Deo und so weiter. Ein paar Klamotten brauche ich noch, ein paar medizinische Sachen, also meine Schilddrüsentabletten. Handtücher würde ich auch mal mitnehmen ins Auto. Man weiß auch nie, wann die Fruchtblase platzt. Und dann war es das eigentlich so weit für mich. Für das Baby haben wir noch nicht so viel gepackt. Da haben wir ja hier unsere ganze Schublade. Also fürs Baby, denke ich, nehmen wir auf jeden Fall so ein kleines Mützchen mit. Alle sind so süß, die Sachen. Ich denke, ein paar Langarm-Bodies und vielleicht ein Schlaf. Anzug, Body, sowas. Dann brauchen wir nur noch deine Sachen.
Wer übrigens tägliche Updates von uns haben will, der sollte uns auf Instagram folgen. Laura macht im Hintergrund gerade ein Reel extra dafür. Da werden wir natürlich auch als allererstes verkünden, wann dann bei uns passiert ist, wann das Baby gekommen ist. Also wer da auf dem neuesten Stand bleiben will, einmal abonnieren. We did it, alles ist gepackt. Unser Auto steht tatsächlich jetzt nicht mehr bei uns direkt vor der Tür, sondern es steht bei einer Freundin, weil unser Parkplatz dann doch ein bisschen klein war, gab ein bisschen Stress mit den Nachbarn. Auch hier in Indonesien ist es genauso. Die wohnt nicht weit weg. Genau, die wohnt nicht weit weg. Das heißt, wenn es dann losgeht, fahre ich ganz schnell einmal zum Auto, hole das Auto und dann ist jetzt alles gepackt. Das genau, heißt, wir haben uns auch entschieden, tatsächlich so eine kleine Tasche für so ein bisschen Kreisertaschenmäßig mit Dokumenten, Snacks, ein paar lebensnotwendige Sachen, sag ich mal. Und dann, ja, der Rest ist dann aber im großen Koffer. Und dann gibt es eben noch die Babywanne. Also es gibt drei Artikel, die du da... Drei Artikel, genau. Und wir haben jetzt noch eine Liste mit den Ad-Hoc-Sachen, die ich dann packen muss, weil sowas wie iPhone-Ladekabel haben und wir einfach nicht Kissen, so viele. Genau, also, unsere Kissen. Ich kann jedem nur empfehlen, sein eigenes Zuhause-Kissen mitzunehmen. Ich glaube, es ist einfach auch so ein Wohlfühlfaktor dann für danach. Aufregend. Heißt, wir sind ready. Jetzt kann es losgehen offiziell. Nee. Samstag hat Laura noch Geburtstag. Da wird sie nämlich 30. Wir hoffen natürlich, wenn sie an dem gleichen Tag kommt, dann... Ist es so? Wenn nicht, dann nicht. Ich bin wir sind ein bisschen dagegen, aber wir freuen uns natürlich. Mal schauen.